Seid mir gegrüßt, ihr Nerds. Heute wieder ein neues Demo und zwar von der AGA-Demo. Und hier muss ich gleich die nächste Diskette in meinen Amiga legen. Ich drücke mal die Maus, weil ich das schon getan habe. Und ja, ich warte. Ich kann ja jetzt noch ein bisschen quatschen, bevor das Demo hier losgeht. Ich wünsche euch neuen viel Spaß dabei und wenn mir irgendwas während des Demos auffällt, dann werde ich noch da was zu sagen. Und werde dann immer, wenn ich rede, den Ton des Demos etwas runterregeln, damit ihr mich verstehen könnt. So mache ich das eigentlich immer. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Ihr könnt das ja mal gerne in den Kommentare schreiben. Kommentare? Ja, okay. Ja gut, okay, dann geht's jetzt los und ich drücke jetzt mal die Maus und halt natürlich die Schnudde. Alles klar, los geht's. Sehr beeindruckend. Power on. Ja, okay, ich glaube, das war's.
Also zumindest geht es jetzt hier nicht weiter. Ja gut, die Musik schon, aber das Bild nicht. Ich habe jetzt hier auch geklickt, den Joystick gedrückt. Geht nicht weiter. Ich mache jetzt hier mal für mich auf den Kopfhörer die Musik noch leiser. So höre ich mich dann ein wenig besser. Ja, und jetzt Grüße an alle Nerds hier auf meinem Kanal. Ich habe jetzt mittlerweile schon über 160 Abonnenten. Ich danke euch sehr dafür und würde euch bitten, meinen Kanal weiterzuempfehlen. Demnächst kommen auch wie die angekündigten Livestream. Ich habe meinen Teil für mein Unboxing, Unboxing auspacken. Bug packt aus, Uwe packt aus, ihr wisst schon, was ich meine. Uwe packt aus, Bug packt aus. Wer kennt ihn noch? Wolfgang Rudolf und Wolfgang Bug. Daher auch Bug packt aus. Habe ich immer sehr, sehr gerne geguckt. Der Wolfgang Rudolf macht ja auch weiter mit seinem CC2. Na, das hat auch irgendwie was mit uns Nerds zu tun. Wir sind damit groß geworden. Die beiden Männer haben mir ziemlich viel beigebracht. Ich habe sie auch mal persönlich getroffen. Und mit denen gequatscht, die waren sehr nett, das war auf der Hobbytronik in Dortmund in den Westfalenhallen. Leider gibt es dieses Format in den Westfalenhallen nicht mehr. Ich bin mir sicher, wenn es sowas heute geben würde, so eine Technikmesse für Nerds, für uns, diese ganzen alten Sachen, die ganzen neuen Sachen, alles gemischt, muss nicht unbedingt nur Altes sein. Auch neue Sachen, die mit den alten Sachen harmonieren. Sowas wäre schon mal toll, wenn wir sowas hätten. Aber leider gibt es diese Messe in Dortmund hier nicht mehr. Und weiß nicht, wenn ich jetzt irgendeinen vergessen habe, dann schreibt es mir unten rein. Vielleicht nenne ich euch dann beim nächsten Mal. Wenn ihr genannt werden wollt in einen meiner Videos, schreibt es mir auch unten im Kommentar. Seid nicht zurückhaltend, macht es ruhig. Ich werde dann auch euren Namen nennen. Wenn ihr möchtet, auch euren Kanal. So können wir uns gegenseitig unterstützen. Das hilft mir weiter. Das hilft euch weiter. Und so würde ich mal sagen, sage ich bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das fängt jetzt wieder von vorne an. Oder? Geht es doch noch weiter? Ich mache mal eben die Musik für mich auf dem Kopfhörer an. Also ich glaube, hier geht nur die Musik weiter. Also den Anfang fand ich sehr geil. Der Rest war so Standard, ne? Was man so aus Demos kennt. Und keine Ahnung, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich habe früher auch Demos mit den Demo-Maker, wollte ich auch mal irgendwann aufgreifen und Videos zu machen. Ich habe früher selbst mit den Demo-Maker Videos habe ich damals auch gemacht, aber nicht mit dem Demo-Maker. Demos habe ich gemacht, allerdings so 0815, um irgendwelche Klassenkameraden zu beeindrucken. Ja, so war das damals. Da hat man Disketten kopiert und schön Demo davor von sich selbst, ne, um irgendwelche Leute zu beeindrucken, was mir natürlich nicht gelungen ist, weil ich kein Profi bin. Ja, und ich weiß nicht, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es bitte unten rein oder auch unter den anderen Videos. Ich kriege ja da eine Nachricht, wenn da was reingeschrieben wurde bei mir auf dem Kanal. Und wenn ihr Anregungen, Ideen habt oder Fragen habt, immer her damit. Ich freue mich darüber, ich beantworte das auch, so schnell es mir möglich ist. Ich bin natürlich mit meinen 60 Jahren immer noch im Job, ne? Ja, und habe nicht immer Zeit, aber ich habe immer mein Smartphone dabei und kriege eine Nachricht. Und wenn es mir möglich ist, dann werde ich auch sofort beantworten, andernfalls von zu Hause aus, weil hier habe ich dann doch bessere Möglichkeiten nachzuschlagen über eure Fragen. Also jetzt auch am PC mache ich das viel lieber, weil es auch schneller geht mit der Tastatur und so weiter als am Smartphone. Aber was labere ich eigentlich so viel? Ja, ich habe heute Redebedarf und und wenn ihr das jetzt hier bis zum Schluss gehört habt, ich mache jetzt einfach mal einen Hashtag und den schreibt ihr unten in euren Kommentar, dann weiß ich zumindest, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Was machen wir jetzt? Hashtag Power On. Ein Wort, Hashtag Power On.
Schreibt es da drunter und dann weiß ich, ihr habt bis hierhin geschaut und habt mir zugehört. Und das freut mich. Ja, es ist keine. Es soll einfach mal. Ich will einfach mal wissen, wie weit schaut ihr meine Videos. Ich sehe das ab und zu, dass viele auch bis zum Ende gucken. Das sehe ich dann an den Kommentaren, weil die sich dann auf Sachen berufen, die ziemlich am Ende passieren. Aber bei vielen, also in der Statistik sehe ich, dass Leute nur den Anfang schauen. Und mich würde mal interessieren, wie viele Leute von euch gucken bis zum Ende. Ja. Und wie gesagt, Anregung, Kritik oder Ideen oder ihr wollt genannt werden, schreibt es mir rein. Ich freue mich und ich mache das. Darauf könnt ihr euch verlassen. Bis zum nächsten Mal, euer Uwe. Ciao.